Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 7 Online. Ich begrüße Frederik, Kurt aus der Schweiz, Angie, irgendwas, Japaner, Maximilian und Game Master beim heutigen Community Part. Die gewohnte Auswahl und ich bin gespannt, für was ihr euch entscheiden werdet. Weil es ist natürlich nicht immer so einfach. Okay, man hat sich für meine Auswahl entschieden, welche unspezifisch war. Unspezifisch ist das Wort, was ich suche. Und raus kam die Kalamari-Wüste. Okay. Gut. Dann fahren wir mal. 3, 2, 1. Hit it, Babes. So, da brauche ich jetzt auf jeden Fall Konzentration. Um da gut durchzukommen, muss auf Itemglück hoffen. Darf hier nicht. Super. Ja, Alter, da wollte ich eigentlich was anderes machen. Achso, jetzt werde ich wieder gekommen. Wurde schön. Ja, wie gesagt, da wollte ich eigentlich was anderes machen, aber. Ha, das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Schade. So, dafür habe ich jetzt 3 Pilze. Dam, 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 dam. Okay. Wow, hi Toad. Schön, dass ich wieder gekommen werde von allem. Wow, der Kugel habe ich nicht getroffen. Immer nicht, mache leichte Fortschritte. Ganz, ganz leichte. Was das gekommen werden angeht. Wo kommt die jetzt her? Hat die den Pilz oder was? Sieht fast so aus. Wow, so. Immer der Platz vor ihr. Vielleicht kann ich sie. Ah, jetzt war ich so darauf konzentriert. So, hier entlang bitte. Nein, nein, nicht Sternmagnet. Okay. Wie lange bleibt ihm sein Stern eigentlich? Okay, jetzt ist er weg. Hat er ihn wohl noch nicht so lange gehabt, sondern genau damit eingesetzt, wo er nach darüber kam. Wow, hör auf, hier jetzt rumzuschlagen. Und lass mich einen Rugelkugel, Willi. Nein. Also es ist schon ein zähes Ring. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja. So, Momentchen. Tschüss, Toad. Juhu, ich bin auf dem zweiten Platz. Yes. So. Münze geholt. Und diese Banane halte ich mal hinter mich. Um hier einigermaßen sicher zu werden. Das könnte ein sehr guter Einstand werden. Mit dem ersten. Quatsch, mit dem zweiten Platz. Der erste ist es nicht. Aber wow, der wobei. Verpiss dich, Toad. Guck dir mal, genau. So. Ja gut, nee, der ist glaube schon zu weit weg. Und der Cooper steht da schon wieder. Naja, vielleicht. Oh, er konnte ihn abwehren. Statt über der Banane und er hat einen Tanuki oder sonst was. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis letztendlich sehr zufrieden. Das hat gut funktioniert. Gehen wir weiter zum nächsten Rennen, was auch immer das sein wird. Da bin ich schon sehr gespannt, was hier noch so alles auf mich wartet. Rennen wird vorbereitet. So. Immerhin, wir sind noch zu siebt. Irgendjemand ist wieder gegangen. Ist immer sehr merkwürdig. Wie gesagt, es kann mehrere Gründe haben, habe ich schon im letzten Part gesagt. Kann an fehlendem Akku liegen. Kann aber auch andere Gründe haben. Zum Beispiel, dass man einen Verbindungsfehler hat. Aber in der Regel sind diese beiden Gründe die entscheidendsten, würde ich sagen. So, Kokospromenade. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall versuchen, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Was habe ich mit dem Tanuki? Ach so, wieder gerammt, okay. Kennen wir ja schon, aber in letzter Zeit, also wie gesagt, gerade im letzten Rennen, der Stern hat mich nicht getroffen, der Kugelwille hat mich nicht getroffen, das war mal eine angenehme Abwechslung. Im Vergleich zum sonstigen rauen Alltag, der mir so bevorsteht. Also von daher, joa. Schon nice. So. Einmal. Oh, lass mich doch. Könnte ich mich einfach nicht durchsetzen. Was kriege ich denn hier als Item? Nun gut. So. Moment. Oh, jetzt werde ich wieder hier zugerammt. Noch einmal und dann diesen hier. So. Jetzt haben wir einen Pilz. Hier lang. Hier durch die Kurve einen Pilz
Ach so, okay. Ja, schon wieder Siebter. Sehr interessant, wie das hier so schnell vonstatten geht. Immer mit dem vorderen und den letzten Plätzen. Gut, so weit vorne war ich jetzt nicht, aber trotzdem. Okay. Da vorne ist ein Lucky 7, deswegen gehe ich mal hier den Sicherheitsweg. Och nee, jetzt habe ich nicht mal was erwischt. Habe ich den Pilz umsonst verschwendet? Ja, ich habe ihn verschwendet, weil ich ihn extra verfrüht eingesetzt hatte, ja. Ha, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich dachte, ich könnte irgendwie an ihm vorbeikommen. Aber da stand ein bisschen Chaps da, deswegen konnte ich das nicht genau festlegen. Ein bisschen ärgerlich, aber gut. So, einmal hierhin. Oh, shit. Meine Pilze sind weg. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sehen, aber gut. Muss jetzt auf das sechste Item hoffen. Ganz, also Bowser werde ich auf jeden Fall nicht mehr einholen, das ist klar. Aber vielleicht immer noch ein paar Münzen für mein Münzkonto gut machen oder sonst was. So. Stern, ja. Wow, ich habe einen Stern und ich schaffe es nicht, den Koopa auf gerader Strecke zu überholen. What the hell? Schaffe ich es mit den Pilzen wenigstens. Und wie konnte ich diesen Metal-Macher nicht überholen? Ich hatte einen Pilz. Und doch einen Beschleunigungsstreifen. Ich war voll in der Kurve drin. Wow. Das muss echt ein Hammer maximal Speed sein. Okay, ich bin um einen Platz nach unten gefallen. Trotzdem kein allzu großes Drama. Das kann man auf jeden Fall wieder hinkriegen. Der zweite Platz ist hier mal mein Ziel, würde ich sagen. Immerhin mal Podium. Ich hatte das ja schon einmal. Erinnert euch, den Silberpokal hatte ich einmal. Und das hätte ich dieses Mal auch gerne. Fände ich zumindest ziemlich nice. So, das ist nur die Frage, welche Auswahlkriterien getroffen werden. Varios Galeonenwrack. Okay. Es ist echt immer so eine, gerade weil man hier ZZ-Tritt auf das Rennen ist, ist es echt immer so ein Schweigemoment, bis das Rennen letztendlich geladen hat und losgeht. Das ist immer so eine Gewöhnungssache, aber gut, so. Und um die Kurve, ja. So, drei grüne Panzer raus. Und der Stern ist wieder unterwegs, supi. Wow, ich werde wieder geschlagen. Wow, wo auch immer der herkam. Sehr interessante Sache. Mehr oder weniger. So, immerhin geht er jetzt nicht zurück, um mich zu rammen. Das ist ja schon mal nach der Erfahrung, die wir schon einmal hatten. Was sehr Erfrischendes. Aber gut. Eine Münze hier. Eine Münze hier. Den Beschleunigungsstreif. Oh Gott. Was war das denn? Ich habe mir das jetzt wirklich selbst zuzuschreiben. Das ist keine gute Leistung meinerseits, wofür ich mich auch entschuldigen möchte. Da habe ich auf jeden Fall schon wesentlich Besseres vollbracht. Das ist, glaube ich, unbestritten. So, ich mache das einfach mal hier und warte nicht auf den nächsten Itemkasten. Weil, ja, ich wollte es nicht so schnell wie möglich feuern. Wow, hier ist absolut niemand. Wozu... Wie können die schon so einen gestörten Abstand haben? Voll an seinem vorbei, okay. Okay. Ja, gut. Ach, Mann. Jetzt ärgere ich mich aber auch über mich selbst. Ich möchte da die ganze Zeit irgendwie nach vorne kommen, weil ich kein Schwein hier sehe. Oder mache ich denn so einen Blödsinn? Das darf doch echt nicht wahr sein. Also, ich weiß nicht... Kriege ich eigentlich mal einen Kugelwilli oder so? Also wirklich, mir wird jetzt nur noch ein Kugelwilli helfen, nach vorne zu kommen. Weil wer kommt einfach nicht? Ich kriege alles Willi, aber keinen Kugelwilli. Ich bin einfach gerade zu schlecht, es tut mir leid. Ich brauche den. Vielleicht. Jetzt. Also, an sich würde ich mich ja über ihn freuen. Nur wenn man sieht, wie weit weg... Oh, da ist ja einer. Ah, ich bin an ihm vorbei. Geil. Aber ich glaube, also wir nützen wird mir das nicht... Weil der hat jetzt schon wieder einen Stern. Letzter.
Dabei lief es in dieser Runde wirklich mal gut. Hat er mich gerade vorbeigelassen? What the fuck? Also manchmal treten sehr merkwürdige Sachen auf. Die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum hat er mich jetzt vorbeigelassen? Ich meine, er kann wohl kaum aus seiner Perspektive gesehen haben, was für ein Betrug das war, an Mitleid bekommen haben. Weil, ja, also, das kann man vielleicht sehen, wenn man das Video anschaut, aber von der eigenen Perspektive, ich weiß es nicht. Gut, das war aber auch nur am Ende Betrug, den Rest habe ich mir absolut selbst zu schreiben, weil der letzte Platz wäre verdient gewesen. So ist es jetzt wirklich nicht. Von daher, why? Irgendwie ist das komisch. Naja. Fahren wir mal weiter. Ja. Okay, es geht weiter mit Rosalinas Eisplanet. Gerne doch. Ich hoffe übrigens, ich bin nicht zu leise, aber ich musste mich einfach etwas anders hinsetzen. Seit dem letzten Part, weil so direkt vor dem Mikrofon zu stehen, geht bei fast jedem Spiel. Aber für dieses Rennspiel, wo ich wirklich die ganze Zeit die Kontrolle heraufhalten muss, es geht einfach nicht. Das ist ein wirklich großes Problem. Denn mein Mikro, das ist eigentlich, dass ich mich stetig rüberbeugen muss. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich hier auf diesem Planeten war, lustigerweise. Sonst habe ich das so ein Déjà-vu. Super. Auf jeden Fall. Und deswegen ist das ein etwas problematischer Akt. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ganz normal und gechillt irgendwas aufnehme, ein RPG oder meinetwegen auch ein Jump'n'Run, dann ist das in Ordnung, wirklich. Aber wenn ich wirklich so einen Sekundenbruchteil immer wieder reagieren muss, wie hier in einem Online-Rennen, dann ist das wirklich ein Problem. Da war das mit dem Headset einfacher, deswegen habe ich mich jetzt etwas anders hingesetzt, damit es zumindest ein bisschen bequemer für mich ist, noch dass ich deswegen nicht allzu laut bin. Autsch. Immerhin bin ich über die Schlucht getroffen worden und runtergefallen. Also gut, aber wie gesagt, ich hoffe einfach, ich bin laut genug. Auf jeden Fall gemerkt, so kann es, denke ich, nicht wirklich weitergehen. Das wird sonst schwierig. So, kein Sternmagnet. Was steht der Stern nochmal wieder? Gut. Ja, ich weiß, das sage ich öfter, also, aber mir kommt das einfach immer so lang vor, wenn der einem auf den Fersen ist. Ich meine, mir ist jetzt bewusst, dass der Stern genauso lang hält wie bei mir, wenn ich ihn habe. Ja, das braucht ihr mir nicht erzählen. Trotzdem, wie gesagt, wenn die so penetrant hinter einem her sind und ich wurde schon fast so vielen Sternen weggeboxt, dann entwickelt man da eine gewisse Ehrfurcht. Ganz, ganz kleine. Ach, super. Lass mich bitte nicht rammen. Hört bitte auf, mich zu rammen. Ich habe schon so ein Traumata davon. Oh, nee. Und voll durch das Item durch. Na, super. Hätte ich jetzt vielleicht mal einen Stern haben können. Hätte ich mich nicht so dumm angestellt, aber gut. So. Oh, shit. Ja, gut, aber gut vorbei. Das ist für mich gar nicht so schlecht. Da waren immer ein paar Münzen. Oh, super. Also wenn ich jetzt nicht gleich ein Item kriege, dann kann ich hier irgendwas Gutes vergessen. Was? Wie schaut euch an, wie der ausrastet. Wie der mit seinem Schwanz um sich schlägt. Komplett verrückt. Ah! So. Gut, was habe ich? Was habe ich? Drei Pilze. Das ist gut. Einmal. Gut, es wäre gut gewesen, hätte diese Feuerball nicht getroffen. Aber so, nee, keine Chance. Der Feuerball habe ich dann letztendlich doch ausgenockt. Ich hasse diese Musik übrigens. Bitte spiel nie wieder. Und damit muss ich mich erneut außerhalb vom Podiumsplatz begnügen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, meine Freunde. Ich danke euch für Daumen hoch. Das nächste Mal geht es dann weiter bei Mario Kart 7. Bis dann.